Seid ihr herzlich willkommen. Was möchte er dir sagen? Was wird er vermitteln? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte hier beschreibt seine Gegenwart. Ihr steht direkt gegenüber, zeigt gegenseitige Interesse. Er schaut dich an, du schaust ihn an, aber zwischen euch beide ist noch hier ein Riss. Und das muss überwinden. Das sind die Hindernisse, oft negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Aber verändert sich etwas, weil wir sehen hier Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, die wieder Symbol und das bedeutet ein Neuanfang. Und hier die Waage Symbol und das natürlich bedeutet die Liebepartnerschaft. Seinen Gedanken sehen wir hier. Er macht einen großen Sprung nach vorne. Das kann etwas Gutes bedeuten, weil er setzt etwas in Bewegung. Aber manchmal mit dieser Widerenergie kann auch unüberlegte Handlungen sein oder zeigt seine Ungeduld. Und hier sehen wir Schütze und Jupiter. Das steht immer mit Ausland auch in Verbindung und das kann auch bedeuten, er plant eine Reise. Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Er spürt deine Nähe, berührt deine Hand. Hier bedeutet diese Karte die Liebe. Du die weibliche Energie, Mond, er die männliche Energie, Sonne und Löwe, Krebs bedeutet die eigene Selbstdarstellung, das wäre die Löwe-Energie und Krebs ein Zuhause, weil er hat das Gefühl, bei dir angekommen zu sein oder er wünscht ein gemeinsames Zuhause. Was vermittelt er? Hier ist die Stier- und Venus-Symbol, das zeigt schon die Sinnlichkeit, aber Wassermann-Uranus ist eine Veränderung, andere Energie. Der eine möchte etwas behalten, bewahren, das ist die Stier-Energie, braucht Sicherheit und Stabilität und Wassermann ist ein bisschen rebellisch, sucht etwas Neues. Und das kann sein, dass momentan ihr beide in eine andere Richtung euch bewegt. Und was ist das, was er sagen möchte, aber er spricht das nicht aus. Das ist ein sehr schönes Bild, weil bedeutet Liebe mit tiefen Gefühlen. Hier ist die Venus-Symbol, Mond zeigt auch diese gefühlsvolle Art und ein Zuhause, die Liebe, Partnerschaft, das entspricht seinen Wünschen, seinen Träumen. Und das Kind bedeutet die Kinder, aber auch ein Neuanfang. Und wie sieht er dich? Dass du etwas traurig bist. Und diese Karte zeigt ein Witwe, aber das muss nicht wortwörtlich nehmen, sondern symbolisch bedeutet die Einsamkeit, alleine gelassen zu sein, die Traurigkeit und das entspricht gerade deinen Gefühlen. So nimmt er dich wahr. Und was wird die Wirklichkeit sein, was euch verbindet? Oder was er macht. Er beobachtet dich, bewundert dich, aber er hat das Gefühl, du bist in diesem goldenen Käfig. Also du fühlst dich gefangen. Entweder noch in einer Beziehung oder im Arbeitsplatz oder in Ängsten. Aber er wird diese Tür hier öffnen und er befreit dich auch. Und das Ergebnis ist, dieses Zusammenkommen und ein Neuanfang.
Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.